Ein herzliches Willkommen an alle Sportsfreunde und Paderborn-Fans da draußen auf diesem Kanal, auf meinem Kanal. Ja, wir haben heute das Spiel zu analysieren. SC Paderborn gegen Holstein Kiel, gegen den KSV Holstein, wo wir leider dieses Mal mit 1:2 verloren haben. Vorab aber erstmal muss ich mich bei euch entschuldigen, denn normalerweise wollte ich an diesem Spieltag bereits einen Stadion-Vlog für euch machen, raushauen. Ich habe auch Videomaterial aufgenommen, allerdings möchte ich euch das nicht zumuten, denn da sind einige Bilder, Kurzvideos, die ich, wie gesagt, aufgenommen habe, habe ich mir dann im Nachhinein nochmal angeguckt und habe gesagt, Mensch, da ist so viel verwuckelt, verwackelt, das möchte ich euch einfach nicht geben, und ich denke mal, das liegt in meinem Interesse und auch in eurem Interesse, dass ihr da vernünftige Videos von mir bekommt und nicht irgendwelche verwackelten Bilder. Also verzieht mir da nochmal. Ich versuche dann aber auch wirklich jetzt bis zum Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf das hinzubekommen, dass es dann auch qualitätsmäßig passt, nicht so verwackelt ist und Co. sollte klappen, dass ihr dann da, wie gesagt, auswärts jetzt gegen Düsseldorf am Samstag dann auch wirklich einen Stadion-Vlog bekommt und dass das dann, wie gesagt, alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ich denke, wie gesagt, ich möchte euch hier Qualität auf diesem Kanal präsentieren und keine Quantität, also irgendwelche Mengenvideos, die aber dementsprechend dann alle so verwackelt sind, verwischt oder sonst was. In dem Sinne, wie gesagt, das zu dem Thema. Ich hoffe, wie gesagt, ihr verzieht mir da nochmal und jetzt geht's dann auch zur Spielanalyse gegen Holstein Kiel. Ja, und da fangen wir wie immer mit der Aufstellung unserer Paderborn an. Ich fand, es gab keine großen, sonderlichen Überraschungen in unserer Startelf. Jannik Huth ist natürlich weiterhin Torwart Nummer 1. An dieser Stelle aber auch nochmal gesagt, dass das daran liegt, dass sich Leopold Zingerle leider im Training den Finger gebrochen hat. Und das ist als Torwart natürlich unpassend und doof. So, also an dieser Stelle, ich denke mal, das sind alles Fachärzte bei uns. Das wird schon relativ schnell wieder verheilen. An dieser Stelle einfach einmal Gruß an Leopold Zingerle. Und gute Besserung auf jeden Fall, dass du demnächst dann wieder den Konkurrenzkampf mit Jannik Huth um die Nummer 1 in Tor aufnehmen kannst. Dann kommen wir zur Abwehr. Da haben wir ganz gewöhnliche Kette mit Jamilu Collins als Linksverteidiger. Dann Jasper van der Werf, Uwe Hünemeyer und Robin Jaltschin. Dann die ganz bekannte Mittelfeld mal wieder. Und im Sturm das bekannte Sturm-Duo, dieses Mal aus Platte und Michel, was gestartet ist. So, und dann fangen wir auch mal gleich an von Minute 1. Ich fand, dass wir, soweit es geht, eigentlich sehr gut ins Spiel gekommen sind. Man hat gemerkt, dass Holstein Kiel einen kleinen Schub bekommen hat, wie auch immer, durch den Rücktritt des Trainers, der dann jetzt dann quasi ersetzt wurde durch den Interimstrainer. Und das hat, muss man ehrlich sagen, ziemlich gut funktioniert. Also Respekt daran. Die haben uns wirklich sehr gefordert, auch schon in den ersten Minuten. Allerdings hat man die Verunsicherung der Kieler natürlich gemerkt. Und wir waren leicht überlegen die bessere Mannschaft. Ich fand dann, umso länger das Spiel gedauert hat, so ab der 15. Minute rum, hat man dann ganz klar gemerkt, dass wir die Karten in der Hand haben, dass wir das Spiel machen, dass ich Kiel mehr oder weniger einfach lauern möchte. Was ja auch normal ist als Verein, der eben wiederum in der unteren Tabellenhälfte steht, dass man da gerade gegen so einen zu dem Zeitpunkt ja Tabellenführer aus Paderborn so auftritt. Also wie gesagt, ist irgendwie verständlich. Man hat ziemlich viel nach hinten gemacht, man hat aber auch schon Akzente nach vorne gebracht. Wie gesagt, wir waren die bessere Mannschaft bis zu diesem Zeitpunkt. Dann kam
der Knackpunkt schon fast, würde ich sagen, nämlich die erste gelbe Karte an einen taktischen Foul, was Jamelu Collins begangen hat. Den Spieler von Kiel habe ich jetzt nicht mehr vor Augen, wer es gewesen ist. Namentlich könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Auf jeden Fall dann quasi direkt eine gelbe Karte zufolge gehabt hat. Es war, wie gesagt, so 17., 18. Minute, als Jamelu Collins, wie gesagt, dieses taktische Foul gezogen hat. Und ich weiß nicht, ob man so früh in dieser Begegnung, aber da kommen wir gleich nochmal zu, dann diese Karte wirklich ziehen muss. Ja, das ist so eine Frage. Denn im weiteren Spielverlauf wird diese gelbe Karte noch sehr teuer bezahlt werden auf unserer Seite. Aber wie gesagt, alles nach und nach. Dann haben wir eben diese gelbe Karte durch Jamelu Collins gehabt. Und dann gab es eine Situation direkt im Sturm, wo wir dann auch wirklich sehr gut nach vorne kamen. Es war Michel, der das Ding dann auch wieder knapp am Tor vorbeisetzte. Julian Justwan hatte noch eine ganz gute Gelegenheit, als aber auch Felix Platte. Also wir waren wirklich sehr, sehr, sehr am Drücker. Es hätte nicht mehr lange gedauert. Wie gesagt, Kiel zwischendurch mit Nadelstechen, Entlastungsangriffen. Aber sonst waren wir ganz klar die bessere Mannschaft und haben das auch auf dem Platz gezeigt. Leider ohne den gewünschten Torerfolg. Denn bevor es Tore geben sollte in diesem Spiel, gab es leider eine Situation, wo wir sehr drüber reden müssen. Denn Jamelu Collins ist in den Strafraum gelaufen, hat ziemlich viel auf der rechten Seite geackert, ist gerannt, wie man das kennt von unseren sehr offensiv ausgerichteten Verteidigern. Jalcin ist ja eher der defensivere Part, während Collins sich immer mal wieder in die Offensive einschleust, so nenne ich es jetzt mal, mit einmischt, mit reinspielt, ist dann da, wie gesagt, von rechts immer mal wieder aufgefallen, ist dann auch im Strafraum gelaufen, hat sich im Zentrum durchgesetzt und jetzt kommt die diskussionswürdige Situation, denn er wird da im Strafraum wird er da zu Fall gebracht und sieht dafür dann anschließend die gelb-rote Karte, die sehr spielentscheidend war, wie es sich nachher herausstellte. Und natürlich auch unser System ein wenig durcheinander gebracht hat. So, diese Karte finde ich, aber wie gesagt, da kommen wir am Ende nochmal zu, war berechtigt. Ich habe mir verschiedene Videomaterialien angeguckt vom Spiel, Zusammenschnitte, diese Situation. 10, 20 Mal habe ich mir diese Situation angeguckt und ich muss sagen, es ist eine 50-50 Entscheidung. Ich kann die Entscheidung des Schiedsrichters als Paderborn-Fan natürlich nicht so ganz so nachvollziehen, weil, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Schiedsrichter sich diese Situation nicht nochmal vom Videobeweis aus Köln. Ich bin kein Videobeweisbefürworter, absolutes Gegenteil. Ich bin absolut gegen den Videobeweis. Aber ich finde, wenn es diesen Videobeweis gibt, dann muss dieser Videobeweis in dieser Szene dann auch, wie gesagt, zu tragen kommen. Aber alleine aus der Sicht, dass er sich das nicht angeguckt hat, so eine Situation, sondern direkt gesagt hat, hey Mensch, Jamelu, das war kacke, das ist jetzt einfach gelb-rot, fand ich einfach total überzogen. Auch wenn, wie gesagt, in dieser Situation das sicherlich eine gelbe Karte und damit gelb-rot vertretbar gewesen wäre, auch wenn er sich das angeguckt hätte. Ja, da brauchen wir nicht groß drüber reden. Das ist 50-50 und damit keine klare Fehlentscheidung und damit wäre das Ding dann auch gegessen gewesen. So, nun ist es nochmal die gelb-rote Karte gewesen, die sehr spielentscheidend ist. Obwohl wir danach eigentlich so ziemlich die Ruhe bewahrt haben. Wir haben weiter gespielt, wir haben gut gespielt, wir haben nach vorne gespielt. Und dann kam ein Riesenbock der Kieler Abwehr. Dann hatten ja natürlich Michel eiskalt dann diesen Schlenzer der Kieler Innenverteidigung aufgenommen. Und das ist halt ein eiskalter Stürmer in der zweiten Liga. Den Ball dann auch direkt genommen, noch ein paar Meter getragen, sozusagen fortgeführt und dann anschließend ins
Häuse der, des Kieler Torhüters gehauen. Zum 1:0 an diesem Spieltag war es dem, denn der eigentliche Stammtorhüter der Kieler musste ja gelb-rot bzw. rotbedingt in diesem Spiel dank seiner Sperre auf der Tribüne bleiben. So, dann also 1:0 für unseren SC Paderborn. Und wie gesagt, ganz gut gemacht. Dann war auch quasi schon fast der Halbzeitpfiff psychologisch wichtig. Alles läuft für uns, bis auf eben diese rote Karte für Jamilu. So, weitere Situation, zweite Halbzeit. Wir kommen wieder relativ gut rein und geordnet. Natürlich ein bisschen sehr verwirrt und ein Mann weniger, was sich im Laufe des Spiels, wie gesagt, noch sehr zu Kosten kommen lassen sollte. Denn wir haben relativ gut wieder angefangen, haben dann durch eine etwas unglückliche Situation, einen Fernschuss von Kiel, ich meine, es müsste Serra gewesen sein, kann mich da aber auch, nee, Serra spielt gar nicht mehr bei Kiel. Mensch, komplett falsch. Auf jeden Fall, der Stürmer, Angreifer, Port, müsste dann Port gewesen sein. Wie gesagt, auch da könnt ihr mich sehr gerne in den Kommentaren korrigieren. Hat dann auf jeden Fall geschossen und das Ding ist dann quasi oder wäre am Kasten von Yannick Ruth vorbeigegangen. Auch die Szene habe ich mir nochmal öfter angeguckt. Allerdings an dieser Stelle dann quasi ein bisschen unglücklich, denn letztendlich berührt den Ball dann noch der eingewechselte Yannis Heuer und fälscht ihn so unglücklich ab. Also wirklich ein absolutes Schimmeltor. Aber in dieser Situation, ja, passiert, das ist eben Fußball, ein Schimmeltor, dann wie gesagt unglücklich abgefälscht zum 1:1, keine Chance für Yannick Ruth, der da in dem Moment halt auch schon auf dem Weg in die richtige Ecke war, wo er den Kasten dann am Tor vorbei sich nehmen konnte zum Abschluss oder hätte können, denn letztendlich, wie gesagt, ist der Ball reingegangen und damit stand es 1:1. Dann fand ich, haben wir relativ gut dieses Spiel weiter fortgeführt. So rum haben das dafür, dass wir wirklich in Unterzahl waren, hat man das nicht wirklich gemerkt. Wir waren mit 10 Leuten genauso stark, mindestens wie Holstein Kiel, wenn nicht sogar ein Tucken besser. Allerdings die zwingenderen Torchancen und natürlich auch den Ballbesitz gehen dann an dieser Stelle ganz klar an die Kieler, weil wenn man weniger haben, weil wir die Wege eben von Collins mitlaufen mussten und dann eben auch verteidigen mussten. Und zu 10 ist das dann halt nicht so ganz so einfach. Und dann am Ende hat natürlich auch, war dann Kiel am Drücker. Die waren ein Mann mehr. Und bei uns haben dann halt hinten raus auch wirklich die Körner gefehlt. Und dann ist es natürlich sehr ärgerlich, dass es dann ausgerechnet ein Standard ist, der dann quasi in der 81. Minute müsste es gewesen sein, Joshua Mees auf den Kopf oder vor die Füße gefallen ist und dann eben im Tor von Yannick Ruth endete. Ja, zum eben gesagten 1:2. Ja, 1:2, dann kam nochmal die Schlussphase, wo wir als Paderborner nochmal alles nach vorne geworfen haben. Es kam nochmal Kai Bröger rein, es kam nochmal Dennis Rebeni rein und ganz viele offensive Wechsel. Also unbedingt nochmal auf den Ausgleich, hat auch fast geklappt. Allerdings muss man sagen, dass da einiges dann wirklich in den Abstimmungen hergepasst haben. Wir waren so unsauber vorne, wir hatten einen Mann weniger und all solche Sachen spielen da rein, dass wir es am Ende dann eben leider nicht mehr geschafft haben, bei der wenigen noch zu spielenden Zeit den Ball nochmal ins Gehäuse unterzubringen und damit zumindest einen Punkt in der Paderborner Bentler Arena behalten konnten. So geht leider dieses Spiel an Kiel und damit natürlich auch die Punkte. Sei ihnen, wie gesagt, ich habe absolut nichts gegen Kiel, sei ihnen gegönnt. Ich hoffe auch, dass sie da unten rauskommen. Und wie gesagt, viel, viel Glück für die Holsteiner an dieser Stille. Jetzt kommen wir aber nochmal zu dem Mann, wo ich finde, dass der dieses Spiel definitiv sehr entschieden hat. Denn das war leider Gottes dieses Mal wirklich, und das sage ich nicht, dass hier, das, weil wir verloren haben, ne? Sondern weil es wirklich so war. Ich habe nach dem Spiel mit Kielern gesprochen,
und auch mit Paderbornern deren Meinungen angehört. Und die waren dann mehr oder weniger gleicher Meinung, dass der Schiedsrichter in dem Spiel wirklich keine gerade Linie hatte und einfach eine schlechte Performance abgeliefert hat. Ja, ich meine, wenn du in der 17. Minute einen Rechtsverteidiger die gelbe Karte gibst, das ist viel zu früh. Wenn du einen taktisches Foul machst, gib in den Freistoß und dann ist die Sache durch. Ja, aber das war wirklich, das war kein Umtreten, Trampeln oder sonst was. Das war ein ganz normales taktisches Foul und dafür musst du in so einer frühen Zeit des Spiels keine gelbe Karte zücken. Nachher die Strafraumsituation aus dem Stadion habe ich jetzt als sehr kritisch eingesehen, habe ich jetzt als klaren Elfmeter gesehen. Das nehme ich aber im Nachhinein nochmal zurück, nachdem ich dieses Bildmaterial eben gesehen habe. Also an dieser Stelle, das ist okay. Diese Entscheidung allerdings war nicht okay. Und dann fand ich, dass einige 50-50 Entscheidungen ganz klar in diesem Spiel gegen uns gepfiffen wurden. Ja, die Kieler haben ziemlich oft Michel als aber auch Platte hinten am Trikot gezüpfelt, gezogen, dass sie quasi nicht den Speed aufnehmen konnten, den sie eigentlich sonst aufs Tor bekommen hätten und dann auch ordentlich mehr Torchancen rausgeholt haben. Also an dieser Stelle, weiß ich nicht, das war keine gerade Linie, das war nicht gerecht, wie ja ich bin. Sehe das natürlich auch ein bisschen aus der Paderborner Brille, ist ja klar, das ging nicht so ganz so mit dem Ding so. Ich habe, wie gesagt, das Gefühl gehabt, dass alle 50-50 Entscheidungen definitiv auf Kieler Seite gegangen ist. Ja, es ging ganz, ganz wenige 50-50 Entscheidungen für uns. Und das waren dann quasi auch schon klare Sachen, wo du gesehen hast, da musst du einfach den Kielern quasi die gelbe Karte geben oder sonst was. Sonst, wie gesagt, ich glaube, wir müssen jetzt einfach damit leben. Mund abwischen, es war unglücklich, wie gesagt, unglücklich abgefälscht zum 1-1 und dann so ein Standard dann am Ende noch gedrückt zu bekommen. Am Ende verlierst du das Ding in 1-2, wie gesagt, alles, alles Gute an Kiel und bei uns heißt es jetzt Mund abwischen und dann in Düsseldorf einfach weitermachen, die Jungs. Und Janis Heuer, Mensch, hast vorher da in der 90. oder kurz vor der 90. auch nochmal ein dickes Ding gehabt. Mensch, mach einfach weiter, du bist ein junger Mann, mach dir da nichts draus. Das kann passieren, dass man mal so einen Ball unglücklich abfällt und unter Druck in den letzten Minuten dann halt einfach die falsche Entscheidung vorne trifft und so einen Ball zum möglichen Ausgleich vergibt. So ist das nun mal und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Spiel, dann hoffentlich auch wirklich mit guter Qualität und einem Stadionblock. Bis dahin, bleibt gesund in dieser Corona-Zeit, euer Pader. Ciao.